Was heute passiert ist, meine Damen und Herren, ist so ungemein vielsagend über das, was an den Märkten wirklich los ist. Ich hatte es heute im Videoausblick schon angedeutet. Egal, was passiert, es wird sich daraus ein bullisches Narrativ entwickeln. Und das Narrativ heute lautet, wow, wir haben miese Arbeitsmarktdaten. Und das ist super gut für die Märkte. Warum? Weil die Fed natürlich dann nicht so früh wie befürchtet vielleicht den Fuß vom Gaspedal nimmt. Das ist also praktisch das Verhältnis zwischen Dealer und den Junkie. Hier eine schöne Karikatur von investing.com, die das auf den Punkt bringt. Die Märkte feiern miese Daten, weil sie sagen, ist doch gut, dann geht die Drogenzufuhr weiter. Wir kümmern uns ja nicht um die Realität, sondern wir leben in unserem Drogenrausch am liebsten so weiter. Ist doch alles schick. Allerdings gibt es da zwei kleine Problemchen, die vielleicht zu thematisieren sind. Erstens, dieser Arbeitsmarktbericht ist nicht sehr aussagekräftig. Warum? Weil die Leute noch die Taschen voll haben von dem Helikoptergeld. Und bevor ich dann in einen schlecht bezahlten Job zurückkehre als Amerikaner, da denke ich mir doch, na, ich kriege doch viel mehr Geld vom Staat oder habe viel mehr Geld bekommen. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen abwarten, noch reicht ja die Kohle. Wenn die Kohle dann aus ist, dann gehe ich vielleicht mir wieder einen Job suchen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, warum die Zahl heute so niedrig ausgefallen ist. Alle die miesesten Vorstellungen übertroffen hat, sogar was die Zahl betrifft, 266.000. Die geringste Schätzung war, glaube ich, 800 und ein paar Tausend zerquetschte, also weit, weit verfehlt. Das zweite kleine Problem ist, wir haben einen starken Anstieg der Stundenlöhne gesehen. Da war eigentlich ein Rückgang erwartet und wie ich in dem Video gleich zeigen werde, wir haben neue Rekorde bei den Rohstoffpreisen, gleichzeitig steigen die Löhne und damit wird das Puzzle fertig. Das heißt, dieser schlechte Arbeitsmarktbericht, der kauft vielleicht ein bisschen Zeit, dabei ändert nichts an dem Grundproblem, nämlich dem absehbaren Anstieg der Inflation. Nach den Rohstoffen kommen jetzt auch die Löhne in Gang. Das dürfte sich weiter noch verschärfen und damit ist das Problem eben nicht beseitigt, auch wenn die Märkte heute ein bisschen Party feiern, weil sie sagen, unser Dealer wird dann den Stoff weiter liefern und eben den Fuß nicht vom Gaspedal nehmen. Aber schauen wir uns mal die US-Arbeitsmarktdaten an, da gibt es einige sehr interessante Feststellungen zu treffen. Zunächst mal hier nochmal die Prognosen, ich hatte es vorhin gesagt, geringste Schätzung 875.000 war das absolut unterste Ende. Durchschnittlichen Erwartungen von Brokern und den Banken bei 1,1 Millionen, 266.000 sind es geworden. Der Vormonat wurde deutlich nach unten revidiert, also ein ziemlicher Griff ins Klo. Jeffries mit 2,1 Millionen, der Spitzenreiter, da hatte man erwartet, dass man eine Arbeitslosenquote von 5,2 bekommt. Jetzt haben wir eine Quote von 6,1% bekommen, also knapp daneben, ist dann auch vorbei. Hier sehen wir das nochmal, diesen mickrigen Ausschlag hier bei diesen 266.000 Stellen. Das ist die größte Prognoseverfehlung seit dem Jahr 1998 und die zweitgrößte in der gesamten Geschichte der Daten, seit es diese Daten gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Aber wie gesagt, das hängt wahrscheinlich viel damit zusammen, dass die Leute sich sagen, hey, noch ist doch alles gut, jetzt habe ich keine Lust, zum Beispiel in einen schlecht bezahlten Teilzeitjob zurückzukehren, mir den Rücken krumm zu machen, ich habe Geld, das, der Staat bezahlt viel besser als dieser Arbeitgeber, das schenke ich mir, jetzt ist das Wetter gut, jetzt mache ich noch ein bisschen Party und irgendwann werde ich wieder arbeiten müssen, aber jetzt suche ich erstmal keinen Job. Genau das dürfte das Problem sein, was diesmal diese schlechte Zahl ausgelöst hat. Wenn wir uns die Daten mal anschauen. Leisure, Hospitality, also dieser Dienstleistungssektor, wenn man so will, 331.000 Stellen, Government 48.000 Stellen, hier vor allem rückläufig Goods Producing, also das, was wirklich Manufacturing ist, was Trade, Transport und so weiter, Retail, da ist überall oder überall dort sind die Jobs verloren gegangen, also nicht gerade wirklich toll und diese Leisure Hospitality, das ist eben das Gastgewerbe und hier sehen wir Restaurants alleine haben 187.000 Stellen dieser 266.000 hier hinzugefügt, klar die Gastro hat wieder eröffnet, jetzt nehmen wir noch die 48.000 vom Staat hinzu, dann kann man sagen, also bis auf Restaurants und Staat ist nicht mehr wahnsinnig viel passiert. Wir sehen hier nochmal Overall Hiring, Dezember nochmal 300.000, gut 300.000 Stellen verloren gegangen, März 770.000, ursprünglich gemeldet über 900.000. Also das ist schon ziemlich
Mau, gar keine Frage, aber es ist eben wahrscheinlich nur begrenzt aussagefähig. Ich gehe davon aus, dass wir dann in den nächsten Monaten die Nachholeffekte bekommen, dass also diejenigen, die jetzt noch keine Notwendigkeit sehen, sich wieder um Arbeit zu bemühen, das dann tun werden und dass das dann wie bei einer Ketchupflasche ist. Erst kommt relativ wenig und dann bums, dann kommen gleich wahrscheinlich ziemlich viele. Was sehr bedenklich ist, das wird hier von Heather Long von der Washington Post angesprochen. All das, was sozusagen an Participation Rate, an denjenigen, die überhaupt noch suchen, hinzugekommen ist, sind über 100% Männer. Die Frauen haben verloren. Wir sehen hier, die Frauen haben 64.000 Stellen verloren. Also wenn man das mal mit einberechnet, die kommen offenkundig noch nicht wirklich an den Arbeitsmarkt zurück. Wahrscheinlich, weil sie sich noch um Familien kümmern oder andere Dinge eben erledigen müssen. Keine wirklich schöne Nachricht. Die Frauen waren ja ohnehin diejenigen, die in der Corona-Krise am stärksten von Jobverlusten, von Einschränkungen betroffen waren in dieser Hinsicht. Aber um dieses Argument nochmal klar zu machen, warum oder was dafür spricht, dass die Leute einfach keine Lust hatten, sich jetzt schon Arbeit zu suchen. Hier sehen wir die Part-Time-Jobs, also die Teilzeit-Jobs. Und die sind jetzt um 111.000 zurückgegangen. Warum soll ich mir den Buckel krumm machen, wenn der Scheck des Staates gekommen ist? Und für eine vierköpfige Familie war der letzte Scheck so um. Und bei gut 5.000 Dollar, ja, das reicht schon mal ein, zwei Monate. Kommt drauf an, welche Kosten man hat. Aber das zeigt doch ziemlich klar, warum soll ich hier einen schlecht bezahlten Job annehmen, wenn es auch anders geht. Aber all das ist natürlich eine Folge dieses staatlichen Eingriffs, des Helikoptergeldes durch die Biden-Regierung. Und die Biden-Regierung sagt jetzt in Reaktion auf die doch eher schwachen Daten, ja, das sieht man doch, dass die Leute das unbedingt nötig haben mit dieser Unterstützung. Da sieht man, dass hier dieser Unemployment Support so ungemein wichtig ist. Also die Lehre daraus ist offenkundig, wir müssen irgendwie das fortsetzen, wir müssen das Helikoptergeld weiter fortsetzen. Da reagiert man also auf etwas, was man selber verursacht hat. Ähnlich wie die Notenbanken, die sozusagen ja auch immer dieselbe Medizin geben, in immer höherer Dosis, merken, es wirkt nicht und dann zu dem logischen Schluss kommen, ja, dann muss ich die Dosis eben nochmal verdoppeln. Irgendwann wird es ja wirken. Genau das tut jetzt die Biden-Regierung, die sagt sich, also klar, dann müssen wir weiter Helikoptergeld ausschenken, weil es anders offenkundig nicht geht. Das Gegenteil ist der Fall. Wäre dieses Helikoptergeld nicht ausgezahlt worden, dann hätten wir heute eine wirklich bombenmäßige Zahl bekommen bei den neuen Jobs. Es ist also nicht so, dass die Jobs nicht da sind, sondern die Leute haben keine Lust auf diese Jobs, weil sie eben noch nicht müssen. Wolfgang Müller hat heute ein Artikel geschrieben, US-Arbeitsmarktdaten, letzter Anker für Politik der Federal Reserve, also die letzte Ausrede, wenn man so will, hier bei Finanzmarktwelt, by the way, ich werde das später nochmal thematisieren. Jedenfalls, das ist sozusagen die letzte Ausrede, der letzte Strohhalm, den die Fed hat. Ja, Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt. Und für die Fed war das natürlich dann heute ein Gottesgeschenk, weil es irgendwie Legitimation verschafft, indem man eben sagt, ja, guckst du, der Arbeitsmarkt, das zählt ja zu einem unserer zwei Kernaufträge, neben der Preisstabilität Arbeitsmarkt zu fördern. Super gelaufen aus Sicht der Fed. Seht ihr hier Ausstieg aus der ultralaxen Geldpolitik? Nein, nein, das kann noch gar nicht gehen. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite, dazu komme ich gleich, diese inflationären Tendenzen, aber eben jetzt einen schwachen Arbeitsmarkt. Und siehe da, die Fed reagiert in Gestalt von Andrew Agassi. Nee, das ist Neil Kashkari, Minneapolis Fed, das dovischste Fed-Mitglied. Eine etwas sehr merkwürdige Gestalt aus meiner Sicht. Und der hat gesagt, ja, für all diejenigen, die gesagt haben, Mensch, ihr müsst doch mal aussteigen aus dieser ultralaxen Geldpolitik, seht ihr, wir sind noch lange nicht so weit. Ha, seht ihr da, die Arbeitsmarktdaten waren schlecht. Nein, nein, wir hatten also recht, ihr Lieben. Kashkari dreht das immer so, wie er sich das gerne haben will, wenn dann mal ein starker Arbeitsmarktbericht ist und der ist sehr dovisch, will also die Geldpolitik nicht strafen. Dann sagt er, ja, ist ein Ausreißer. Das ist sozusagen jetzt nicht typisch. Diesmal ist es aber ganz typisch offenkundig, weil es eben seine Agenda bestärkt. Aber faktisch, wie gesagt, dürfte dieser Arbeitsmarktbericht wirklich ein Ausreißer insofern gewesen sein, als die Leute eben keine Notwendigkeit sehen, zu arbeiten. Und hier, das hat selbst Kashkari erkannt, people who are holding off re-entering the job market as they take unemployment benefits. Ja, sie werden vom Staat bezahlt, so why dann sich einen Job suchen und diese Mühen in Kauf nehmen?
Ich hatte vorhin diese Thematik mit die Fed und die Märkte, um jetzt diesen Zusammenhang nochmal zu thematisieren, darauf nochmal zurückzukommen. Die Märkte waren also euphorisch, haben sich gedacht, ja super, dann wird das noch ein bisschen dauern. Gestern hatte ja die US-Notenbank den Financial Stability Report herausgegeben und gewarnt, da sind die Assetpreise schon ein bisschen elevated, die sind schon ein bisschen hoch, gell? Und die könnten dann dementsprechend tief fallen, aber das Problem ist eben, sie fallen nicht, wenn die Fed mit ihrer Politik weitermacht. Eigentlich müsste sie ja diese Übertreibungen eindämmen, das kann sie aber nicht, weil wenn sie die Übertreibungen eindämmt, dann platzen eben diese Blasen. Das wäre dann wirklich eine Gefährdung der Finanzstabilität. Und heute ein Artikel in der Financial Times, Drug Dealer complains clients are addicted to drugs. Also der Drogenhändler beschwert sich, dass seine Kunden abhängig nach Drogen sind. Na, was soll man dazu sagen? Heute die Reaktion der Märkte hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht, kann man gar nicht besser machen. Heute sehr, sehr stark der Nasdaq. Als die Daten kamen, sind die Renditen runtergekommen. Also praktisch die Sorge, die Fed tritt früher aufs Bremspedal. Dementsprechend sind dann die Renditen, oder die Sorge ist geringer geworden, dementsprechend sind dann die Renditen eben gefallen. Und das war sehr, sehr schön für den Nasdaq. Eben diese Tech-Werte, die ja zinssensitiv in der Regel sind, da sehr stark darauf reagieren. Und wie hier Goldman Sachs mitgeteilt hat, Hedgefonds haben an 9 von 10 Tagen Tech-Aktien verkauft, sind also short gegangen. Was wir hier sehen, vor allem im Nasdaq, ist dann auch ein Short-Squeeze. Das hat die also auf der völlig, völlig falschen Seite erwischt. Arbeitsmarktdaten schwach, aber Löhne gestiegen, überraschend gestiegen, 0,7% zum Vormonat. Das ist schon ein Schnaps und auch deutlich höher als zum Vorjahresmonat als erwartet. Jetzt sehen wir hier mal ein paar Rohstoffe, Kupfer, also Kupfer, Dr. Kupfer, praktisch einst ein wunderbarer Indikator für den Stand der Weltwirtschaft, auf einen neuen Allzeithoch, ist eine Folge natürlich davon, dass, und das gilt für viele Rohstoffe, dass die Firmen, die diese Rohstoffe generieren, produzieren, verarbeiten, ihre Investitionen runtergefahren haben in der Corona-Krise, jetzt sozusagen gar nicht mehr hinterherkommen mit weniger Investitionen, dadurch nicht in der Lage sind, diese Nachfrage teilweise zu bedienen. Es dürfte sich ändern, wenn dann eben wieder investiert wird, wenn dann wieder mehr Geld reingesteckt wird, sodass man neue Maschinen kauft etc. etc. Auf jeden Fall sehen wir auch insgesamt die Rohstoffe jetzt mit diesem dramatischen Anstieg. Es geht immer weiter, weiter nach oben. Damit steigen die Kosten für die Unternehmen. Die Unternehmen werden diese Kosten an die Konsumenten weiterreichen und das wird funktionieren, weil die Konsumenten eben durch den Staat wiederum Helikoptergeld bekommen haben. Also der Kreis, der schließt sich ganz wunderbar. Jetzt steigen die Löhne. Das ist das fehlende Puzzleteil noch. Das wird kommen. Und abschließend hier noch Tesla. Hier heute die Meldung, da sagt man, Tesla is more cautious about full self-driving timeline with regulators than the public. Also wir sind da ein bisschen skeptischer als die Öffentlichkeit, was so dieses selbstfahrenden Fahrzeuge der eigenen Firma betrifft, weil eben die Regulatoren sagen werden, die Aufseher, naja, so schnell wird das nicht funktionieren. Um es genau zu sagen, hier der Chef-Engineer hat gesagt von Tesla, dass die Aussagen von Elon Musk, und das war ja einer der Treiber des Tesla-Kurses, damit hat er immer wieder auch hier versucht, den Kurs zu pushen, dass die Aussagen von Elon Musk nicht mit der Realität der Ingenieure in Übereinstimmung zu bringen ist. Das heißt auf Deutsch gesagt, er hat Bullshit geredet, um es mal vorsichtig zu sagen, wie in so vielen Bereichen. Wie gesagt, Elon Musk, wir brauchen Leute, die innovativ sind, die was auf die Beine stellen, Verwalter haben wir genug. Aber dieser junge Mann, der hat es faustdick hinter den Ohren, ist ein Kursmanipulator vom Allerfeinsten. Abschließend, ganz abschließend, hier nochmal der Hinweis auf den Artikel von Wolfgang Müller, der Arbeitsmarkt als letzter Anker für die Politik der Fed, da hat er genau das genau auf den Punkt gebracht, nämlich diesen Rettungsanker. Der Arbeitsmarkt, der gibt jetzt nochmal die letzte Ausrede, jetzt das tun zu können, was man tut, nämlich diese ultralaxe Geldpolitik weiterzuführen. Packe ich wieder unter das Video, kann ich sehr empfehlen. Am Wochenende haben Sie eh viel Zeit, apropos Wochenende. Am Montag gibt es keine Videos, also kein Videoausblick und kein Marktgeflüster. All die, weil ich an einem neuen Format arbeite und hier in Frankfurt sein werde, wo wir dazu Dreharbeiten sein werden. Ich werde das bei Zeiten ankündigen, wenn dieses Format losgeht. Da freue ich mich schon riesig drauf, hat aber jetzt die Konsequenz, dass ich halt am Montag nicht da bin. Dementsprechend keine Videos, aber jetzt wünsche ich ein wunderschönes Wochenende.
An Sie und an die Märkte, an die Fed, wunderbar. Wir bereichern uns gegenseitig, solange es noch irgendwie geht, solange es gut geht. Es wird schon immer gut gehen. Es hätte noch immer gut gegangen, wie der Körner sagt. Und diesmal bestimmt auch. Also, das Allerbeste. Servus, ciao.